Haben wir jetzt noch zwei andere? Luft und Feuer, oder? Er ist schon wieder weg. Es ist einfach ein Schwein, ist das. Hat er das Kind echt eine Pistole in der Hand und zielt auf den? Weg. Wie beim letzten Mal. Und 233 Eddies weniger. Und beziehungsweise ärmer. Warum? Na, mal gucken. Ich würde ganz gern. Was will man fahren? Worauf haben wir einen Bock? Komm, mit dieser Karre fahren wir jetzt. Und wo kommt jetzt das Motorrad her? Have a nice day! Manchmal fragt man sich wirklich, was dieser Müll soll. Ich muss hier kurz umlenken. Ich hoffe, du. Hallo? Ich hab geblinkt. Ach, es ist eine Einbahnstraße. Ja, das wusste ich wirklich nicht. So. Bin auch auf der falschen Seite, aber hey. Nobody cares. So, wir müssen jetzt 550 Meter irgendwie durch die Stadt fahren. Damit wir dort gleich das Thema. Was kommt als nächstes? Luft oder Feuer? Ich bin fast bei Luft. Und zum Schluss Feuer. Und am Ende sind wir der Avatar. Der Avatar. Also vom Style her finde ich das Auto. Ja, was ist denn los? Hallo, wie? Hey. Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ist was Privates. Klar doch, okay. Worum geht's? Nicht über Solo. Komm vorbei, erkläre ich dir alles. Hm. Keine Angst, Jefferson. Ich helfe dir. Danke. Kommst du also? Ja, weißt du noch wohin? Klar doch, bin sofort da. Der will ein Dreier, das liegt wohl auf der Hand. Seine Frau hat gesagt, der wie, das ist ein geiler Typ. Jetzt waren es im Dreier. Aber ich muss ablehnen. Weil wir haben Judy und Panam. Wir haben schon einen eigenen Dreier. Und Rogue. Und im Namen von Johnny haben wir mit Alt geschlafen. Also es war eine Erinnerung, aber hey. Und Alt hat im Namen von Johnny, also wir hat im Namen von Johnny auch mit Rogue geschlafen. Also hat Johnny einen Dreier und wie. Ach, du gehst mir auf den Sack. Und wie hat den Dreier? Verrückte Welt, oder? Ah, das sieht mehr wie ein Drache aus, ne? Das könnte auch Feuer sein. Ich weiß es nicht. Ich bleib mal bei Luft. Umrisse deiner Wahrnehmung sind nun viel klarer. Ja. Der Knoten in deinem Verstand löst sich langsam. Richtig. Du ertrinkst im Hier und Jetzt. Ich glaube, so langsam habe ich den Bogen raus. Inneres Gleichgewicht ist wie das Ende einer langen Reise. Klammere dich nicht zu sehr an deine Gedanken. Lass sie einfach frei fließen. Bald eine Kröte ihre Fäuste, wenn sie schwimmt. Wie klingt es, mit einer Hand zu klatschen? Das kommt ganz drauf an. Sag, klatscht jemand mit dir? Ich will's nochmal probieren. Wie viel möchtest du diesmal zahlen? Alles, was ich hab. Komm. Wenn wir schon abgezogen werden, dann richtig. Ja, beginne jederzeit. Ich leite dich. Hey, wir sterben eh bald, deswegen können wir auch nur das Geld rausklatschen. Niemanden, der es erbt. Weg damit. Ich bleib bei Luft. Wir sind jetzt bei Luft. Luft, 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 Luft. Wir sind im Wald. Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach, tanzen durch die Luft und vermischen sich mit den Flammen. Geist des Feuers und Geist der Sonne, ich begrüße dich. Du bist es, was allen Dingen ihre Schönheit verleiht. Ich bin du. Du bist ich. Ohne dich gibt es kein Leben. Aus dir entstand ich und zu dir kehre ich zurück. Geist der Sonne, urtümliches Feuer, verbrenne Unreinheit und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen von meinem Körper und meiner Seele. Läutere jede Zelle meines Körpers, verleih mir die Energie von Leben, Gesundheit, Jugend, Weisheit, Wissen, Stärke und Freude. Schenke mir bleibenden inneren Frieden.
auf das mich nichts aus meinem Gleichgewicht bringt. Er will Uneinheiten entfernen, dafür ist Lehrer Seel da. Geschlossene Augen nehmen wir die Energie der Sonne auf. Durch unsere Augen dringt die Energie des Feuers und der Sonne in unsere Köpfe und durchflutet unseren Körper bis in die Zehenspitzen. Okay. Ich spür's. Spürt ihr es auch? Jede einzige Zelle unseres Körpers, auch des Ätherischen, erneuert sich mit der Energie der Sonne. Und aus unserem Inneren erstrahlt ein Licht. Wir sind die Sonne. Wir sind die Sonne. Wir danken dir, Geist der Sonne, Element des Feuers, mit Geist, Körper und Seele. Na, ist er weg? Das Schwein. Und weg ist er. Wie könnte es anders sein? Surprise, surprise. So. Ich möchte da nicht hin. Wo haben wir jetzt die nächste Mission? Guck mal, hier unten haben wir die nächste Mission. Das heißt, wenn wir da fix hinrennen, dann sollten wir es vielleicht... Das heißt, wenn wir alle Nebenmissionen haben sollten, müssen wir nochmal 24 Stunden warten. Vielleicht auch zweimal 24 Stunden. Nicht, dass nochmal uns irgendwie jemand anruft hier. Ich habe doch noch ein Problem, oder? Mein Pimmel juckt, komm mal bitte kurz vorbei. Weil als bester Netrunner der Stadt sind wir ja sowieso für jeden jederzeit zu haben, egal wie klein die Bagatelle ist. Wir nehmen schon gar kein Geld mehr, weil wir haben ja schließlich alle Autos, wofür noch Geld, ne? Naja, was soll man dazu noch sagen? Also schau mal am Ding doch. Also ich muss sagen, die Nebenmission bis jetzt, also wir aktuell spielen wir knapp, also das Stream geht fast 34 Minuten, das heißt wir haben irgendwo 32 Minuten gespielt mit den Ladezeiten. Ja gut, gehen wir mal gucken, was er für ein Dreier von uns möchte. Jo, wir sind da, lass uns rein, Beach. Wir sind oben. Siehst du? Danke. Bin ja guter Dinge, dass das wirklich... Oh, da ist es ein Hinterhalt. Die wollen uns töten. Mit dem Polizisten müssen wir auch noch quatschen. Eieiei, haben wir viel zu tun. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich auf Fahrstuhlfahren abfahre? Schön, dich wiederzusehen. Wir sehen uns doch gar nicht, holy shit. Komm mit. Jeff wird dir alles erklären. Ja, okay, ich weiß schon, worauf. Ich bin fertig mit den Vorbereitungen. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Mhm. Wir sind hier also ganz ungestört. Überraschend. Ungestört bei was genau? Ich mache doch keine 180-Grad-Wende, nur weil Nightcorp... Nein, ich werde niemandem den verfickten Schwanz lutschen. Siehst du? Ich muss los. Mach die Änderungen, wir sprechen später wieder. Wie? Schön, dass du da bist. Jefferson. Setz dich bitte. Du willst sicher wissen, warum du hier bist. Ich glaube, ich weiß es, aber wenn du niemanden den Schwanz lutschen willst, dann könnte ich auch wieder gehen. Es gab einen Einbruch, aber keinen gewöhnlichen. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder. Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen, also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Hast du das NCPD verständigt? Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Keine Polizei, kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. SSI ist eine kleine Firma. Warum nicht Arasaka oder Militech? Naja, weil sie uns empfohlen wurde.
Und der Vorteil ist, dass wir nicht von Megakonzernen abhängig sind. Haben Sie die Spur, die Schwein? Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Wie sah der Mann aus? Wann bist du... Komm. Hat der Typ was mitgenommen? Oder kaputt gemacht? Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Du bist ohnmächtig geworden? Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Sie sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Von einem Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Ich glaube gar nichts. Ich will meine Meditationsluft machen, dann kommt hier ein Anruf. Mir wurde eingebrochen. Entweder das oder jemand, der hinter SSI steht. Hast du irgendeine Idee? Weldon Holt vielleicht? Er ist mein Konkurrent. Wir kämpfen um das gleiche Mandat. Holts Umfrageergebnisse sehen nicht gut aus. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, Vi. Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Ich muss gar nichts. Ich wäre auch nicht bezahlt und wenn, viel zu wenig. Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast. Liz und ich sind also allein. Komm mit. Ich zeig dir alles. Alles? Wirklich alles? Ich bin direkt hinter dir. Fangen wir da an, wo Jeff den ungebetenen Gast gesehen hat. Aber die Frau ist auch nicht wirklich attraktiv. Ich meine, es ist attraktiv sowieso Geschmackssache, aber... Manchmal macht mich das alles hier so müde. Aber so geht gar nicht. Politik? Bisher ist es uns gelungen, Anfragen von Nightcore, Biotechnica und Arasaka abzulehnen. Bisher, sagst du? Wenn Jeff gewählt wird, ohne jemanden irgendwelche Gefälligkeiten zu schulden, wäre das der eigentliche Sieg. Das stimmt. Jeff, aber... Büro. Kontrollraum, Lagerhaus und Flohmarkt. Alles in einem. Ich will das klauen. So. Liebes Essen? Schnell, Fraß. Jeff und du, ihr macht bestimmt eine Menge Überstunden. Wahlkampf. Da bleibt einem keine Zeit, übers Essen nachzudenken. Also bestellt man einfach etwas. Aber es stimmt schon. Jeff hat in letzter Zeit nichts anderes gegessen. Erstmal Computer benutzen. Privater Computer. Dort findest du wohl kaum etwas über den Einbruch. Ja, das... Stopp. Nachricht, gucken wir mal fix durch. Söldner. Bla. Okay. Gibt's sonst noch was zu begutachten? Vel Perales. Wir bezahlen die Helfer und den ganzen Wahlkampf aus eigener Tasche. Hier lagern wir das Material für den Wahlkampf. Das ist am billigsten. Bist denn du hin? Wie? Hallo? Wo ist denn die hin?
Hallo? Ein Hochzeitsfoto? Interessanter Hintergrund. Ups, Entschuldigung. Blaue Rosen? Sicher? Die auf dem Bild sehen nämlich ziemlich rot aus. Ist das Jeffs Knarre? Wo ist sie denn, dass sie mit uns redet? Fakultät des Rechts, Asukaga Berkeley. Fancy. Ihr beide wart auf der gleichen Uni? Hat bestimmt eine Stange Geld gekostet. Sie haben vielen unterprivilegierten Kindern geholfen. Und wo bist du jetzt? Backt sie rum? Ist sie weg? Ich dachte, sie machen hier gleich noch, aber dann halt nicht. Ich hab noch was mopsen. Hier gibt's nichts Außergewöhnliches, okay. Im Spiegel müssen wir nicht gucken, weil wenn OBS rumspinnt, ist ja Quatsch. So. Blutspuren, nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Wenn du willst, kannst du dir auf das Dach angucken. Ich sag's dir. Okay, vermutlich. Wenn ich will, darf ich mal auf das Dach angucken. Ich gucke mir an, was ich will. So. Ich guck mal uns das Dach mal ordentlich an hier. Ich hab's aber schon mal gesehen, im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite, kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite? Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Müsste dann irgendwo hier sein. Da ist er doch. Aber irgendwas war hier gerade noch anzusehen. Zumindest auf der Minimap zu sehen. Überwachungskamera. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. Da ist noch was zu scannen. Zumindest laut Minimap. So. Verrückt, was hier alles vor sich geht. Scan das? Kaputt? Vor ein paar Tagen ging er noch. Wir benutzen ihn aber kaum. Wir reparieren das Ding einfach mal. Meinen wir sind ja schließlich für alles zu haben. Was passiert hier gerade? Was war das? Keine Ahnung. Hat sich gut angefühlt, aber seltsam. Bisschen wie Acid. Passiert das öfter mit dem Bildschirm? Oder mit den anderen? Ich verstehe nicht. Was da gerade eben passiert ist? Nicht gesehen? Nein. Was denn? Ach, klappt schon. Klutsche auf. Also. Ich kipp hier quasi vor ihr zusammen und sie. Was ist denn hier passiert? Haben wir jetzt aus Versehen was gewaltsam geöffnet? Ärgerlich. Ein Verbandskasten. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Sicherheitsdienst hochverdächtig ist. Hörst du wieder Selbstgespräche? Das mache ich immer öfter, wenn mich ein gewisser Terrorist stalkt. In meinem eigenen Haus. Jetzt meine übertreiben. Ihr habt ja schließlich mich angerufen. Ich bin ja quasi für alles zu haben. Ich kann das alles nicht fassen. Habt ihr nie was Ungewöhnliches, Verdächtiges bemerkt? Dass sie unser Vertrauen missbraucht haben? Uns ausspioniert haben? Sie einen geheimen Raum voller Überwachungsgeräte in unserer Wohnung versteckt haben? Also nichts gemerkt.
Verstehe. Ich frag mich, wie lange sie das schon heimlich durchziehen. Zu lang. Das hört jetzt auf. Keiner dieser Spinner wird je wieder einen Fuß. Oh, mein Kopf. Stimmt was nicht? Kümmer dich nicht um mich. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Also das ist jetzt nichts mehr mit dem Dreier. Okay. Kopfschmerzen. So. Hallo. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Folge den Kabeln. Welchen Kabeln? Scanne den seltsamen Computer. What? Ich meine, das haben wir ja gemacht, dann gehen wir mal zurück. Sollen irgendwelchen Kabeln folgen. So. Komische Hardware. Wofür die wohl ist? Ist mit den Monitoren an der Wand verbunden. Und wer weiß, womit noch. Bin der heraus, wohin das Signal übertragen wird. Ja. Das haben wir doch quasi schon entdeckt, oder täusche ich mich? Ist ja hier hinten. Ich sehe den Empfänger. Neben dem schwarzen Lieferwagen. Das muss es sein. Der Empfänger könnte bei dem Van sein. Ich frag mich, ob Elizabeth den Wagen kennt. Ich habe nicht mal einen Wagen gesehen, aber ist in Ordnung. Elizabeth. Auf dem Dach ist ein Transmitter, der zu dem Van da draußen sendet. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Wir haben keinen Transmitter montiert. Und ich weiß auch nichts von einem Van. Aber ich schätze, er gehört SSI. Ich kenne nur SSIO. Spaß. Genauso wird's sein. Aber wir wissen immer noch nicht, für wen sie arbeiten. Was machen wir mit dem Transmitter? Noch nichts. Ich sehe mir erst den Van an. Gut. Ich bleib hier. Sag Jeff erstmal noch nichts, okay? Von mir aus. Ich werde ihn anrufen, sobald ich was Handfestes habe. Ist in Ordnung. Aber denk dran, dass Jeff wahnsinnig beschäftigt ist. An mich kannst du dich jederzeit wenden. Gut, ich denk dran. Mit der stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, mit der stimmt wirklich irgendwas nicht. Da sitzt sie mit drin. Wir sollten direkt mit Jeff reden. Weil wessen Name Jeff ist, der kann nur seriös und vertrauensvoll sein. Was ist denn der scheiß Fahrstuhl? Jetzt soll ich wieder nach unten gehen. Was will das Spiel von mir? Wo ist dieser beschissene Fahrstuhl? Fahrstuhl, hello? Oh. Das ist ein Raum, der ist nicht schlecht. Ist noch hier über irgendwelche Treppen gekommen, ne? Ja, jetzt. Jetzt nimmt das doch alles sein. Ja. So, hier ist der Fahrstuhl. Na, bitte geh doch. Ach nee, doch noch nicht. Okay, dann hier. Na, dann fahren wir mal wieder Fahrstuhl. Yay! Es macht so viel Spaß und kann immer noch keine Waffe ziehen. Eieiei. Mal gucken, was SSIO da im Van macht. Wir haben 636 Medikamente. Holy shit. Wenn wir das auf der Straße verkaufen, kriegen wir eine Menge Kizai. Johnny, irgendwas zu sagen? Eigentlich will ich ja tatsächlich weg haben. Wie kann ich denn hier die... Ja, genau, das... Ah ne, ich muss ja das Messer noch trainieren. Scheiße. Wollen ja auf Kling 40 noch kommen. Das ist leider Polizei, ne? Wäre ungünstig, wenn man die erdrosseln... So. Blum. Was macht denn der schwarze Van da? Ah, komisch, dass es abgesperrt ist, ne?
Sag mal doch mal kurz hallo. Ach, fährt er weg, hä? Ich wissen wir mehr. Motorrad. Wir ja. Verlieren sie, wenn du dich nicht beeilst. Ja. Sie nicht entkommen wie. Oh, jetzt warst du mal auf. Wir könnten hier eine Konzernverschwörung aufdecken wie. Glaub mir. Vielleicht sind das verfickte Konzernspione oder sowas. Wir decken jeden Mist auf. Wir sind motherfucking wie 90 Meter sind sie noch entfernt. Wir holen auf 80 Meter, 70 Meter, 60 Meter. Ein Puffi. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Wir folgen ganz unauffällig. Kurz angestoßen. Die ahnen nicht, dass wir hinter denen her sind. Das ahnen die einfach nicht. Die sind aber echt schnell, ne? Gut, dass es hier keine Blitzer gibt. So, da ist ja das Kätzchen wieder. Komm. Boah. Einfach mal mich hier durchbauen lassen. Das Auto geht mir ja so auf den Sack, das gehört bestimmt zu denen. 70 Meter sind sie wieder entfernt. Aber Gott sei Dank. Wissen wir ja, wo sie lang sind. Die fahren auch einfach auf die andere Straßenseite, ne? Das juckt die einfach nicht. Sag mal, ich hatte grün. Motorradfahrer sind hier ständig in Gefahr. Alles, was du von Politikern siehst, ist nur eine durchchoreografierte Show. Das überrascht mich nicht. Ja. Die Bürger wählen ihre Abgeordneten nicht selbst aus. Wer dann? Die Mächtigen, die Strippenzieher. Die spionieren alle Perales der Welt aus. Erpressen sie. Scheiße. Manipulieren Wahlen. Offside? Das kann nur böse ausgehen, Johnny. Ist es bei uns aktuell anders? Ich denke nicht. So. Ja, wo müssen wir einbrechen? Sieht ein bisschen aus wie PUBG mit dem Motorrad und dem Helm, oder? What the fuck? Ja, ja, es gibt noch mehr, ist ja schön und gut. So, ich muss ja auch mal irgendwie einen Ort finden, wo ich mich gleich mal heilen kann. Weil ich doch ordentlich auf den Sack bekomme. Danke, dass du nachhattest. Du bist ein Haufen Klappfrenze. Du hast nämlich zwei. Oh, dann liegen an der Waffe, die nehmen wir gerade mal mit. Hier unten sind noch drei. So. In der Schrot findet das natürlich immer ein bisschen kritisch. So. Jetzt entspannt euch doch mal. Zack. 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 Sind noch weitere gekommen oder was? Finde ich das in Ordnung? Nein! Was haben wir denn hier noch so? Ich würde auch gerne mal weiter looten. So, wo ist denn noch jemand? Da ist noch, sind noch zwei gekommen. Danke. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wo ist jetzt der andere? Ach, hier. Und da ist noch einer. Geh mir richtig auf den Sack, hab ich schon mal gesagt. Neutralisiere die Angreifer. Das haben wir doch relativ gut gemacht, würde ich sagen, oder? Ja, uns hat jetzt eine Kamera gesehen. Wie immer in diesem Spiel. Braucht ihr aber auch nicht mehr ausmachen, ne? Wissen ja, dass wir da sind. Was ist denn hier so drin? Geh mal mit. Und ganz kurz Charakter. Ne, Inventar. Klar. It's okay to say your share. Don't forget your dreams, 'cause they'll get you through.